Ja, wie gerade schon angekündigt, wollen wir mit euch sprechen in der nächsten halben Stunde über das Thema ehrenamtliches Engagement, wie man damit vor seiner eigenen Haustür ganz aktiv Zukunft gestalten kann. Vielleicht erst nochmal zu mir. Ich bin die Hamburg-Korrespondentin des Deutschlandradios. Das heißt, ich berichte von Hamburg aus über alles Wichtige, was hier passiert in der Wirtschaft, in der Politik, auch in der Stadtgesellschaft an sich. Und was für Menschen außerhalb Hamburgs auch von Interesse sein könnte für die drei Radiosender Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Und wir machen sowohl tagesaktuelle Berichterstattung, als dass wir auch tiefer in Themen einsteigen wollen, die unser Publikum bewegen. Und das tun wir unter anderem im Rahmen der sogenannten Denkfabrik. Das ist so, dass unser Publikum ein Thema auswählen kann, mit dem wir uns dann ein Jahr lang intensiver beschäftigen. In Radiobeiträgen, in Interviews, in Diskussionsrunden, aber auch bei Veranstaltungen wie heute hier. Und in diesem Jahr ist das Thema, was sich unser Publikum ausgesucht hat, es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Und wir haben einfach die Beobachtung gemacht, dass wir in einer Zeit leben, in der es jede Menge Krisen gibt, die sich da am Horizont abzeichnen. Natürlich die Kriege weltweit, aber auch nicht zuletzt die Klimakrise. Und unser Eindruck ist, dass wenn wir als Gesellschaft keine Vision entwickeln, dass dann eben Gefühle wie Resignation, Mutlosigkeit sich breit machen. Und deswegen möchten wir uns bei uns im Programm darauf konzentrieren, auf die Menschen, die eben Zukunft gestalten wollen und die sich einen Plan machen, wie können wir aktiv was dafür tun, dass wir eine wünschenswerte Zukunft haben werden. Und das bringt mich zu meinem Gesprächspartner. Neben mir sitzt Sebastian Dorsch. Er ist eigentlich Historiker beruflich, aber in seiner Freizeit hat er die Hamburger Initiative Lokalkraft mitgegründet. Und ich habe über diese Initiative berichtet und dabei haben wir uns kennengelernt. Und ich habe mich gefragt, Sebastian, wie das bei dir ist, also diese Gefühle von eben Resignation, von Hilflosigkeit, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann nicht wirklich Einfluss nehmen auf das, was um uns passiert. Kennst du das auch von dir selbst? Ja, definitiv. Also ich glaube, das kennen wahrscheinlich alle Menschen irgendwie, dass mal Situationen entstehen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und unser Eindruck war ähnlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, sondern es kommen gerade ganz viele Krisen auf uns zu. Es gibt Kriege, es gibt die Klimakatastrophe, es gibt soziale Spaltung, die Demokratie steckt in der Krise. Also es gibt so ganz viele Themen, die uns eigentlich die ganze Zeit bedrücken. Und das lässt natürlich auch mich persönlich, aber auch sehr viele andere Menschen natürlich auch nicht unbewegt. Gleichzeitig haben wir aber die Erfahrung gemacht, so dass man insbesondere, wenn man Menschen so in der Nachbarschaft trifft, Freunde trifft, aber auch im öffentlichen Raum auf der Straße, dass da sehr schnell Ideen entstehen, was können wir denn gemeinsam irgendwie auch anpacken und was können wir gemeinsam besser machen, um auch eine bessere Zukunft zu gestalten. Und daraus ist die Idee Lokalkraft dann, hat sich entwickelt, weil die gute Botschaft ist, bei allen Krisen, die gute Botschaft ist, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich von den Krisen nicht unterbringen lassen wollen und die sagen, so, wir gestalten Zukunft, wir wollen Hoffnung haben, wir wollen diese Zukunft besser machen, sei es für mich selbst, für die Kinder, für die Enkelkinder. Und das ist tatsächlich die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also wir haben eine riesige Resonanz auch mit dieser jungen Initiative jetzt und das macht... Also es gibt einfach unheimlich viel Kraft auch wieder zurück und das ist tatsächlich die gute Botschaft. Es gibt sehr viele gute Menschen auf dieser Erde. Ja, ich habe mich gefragt, also wenn ich so in meinem Freundeskreis mich umschaue, Menschen so um die 30, da merke ich, dass viele jetzt dazu tendieren, sich so ein bisschen zurückzuziehen und so sehr aufs Private zu fokussieren, hoffen, dass ihnen die Welt nicht dazwischen kommt, sage ich mal. Wo ist denn bei dir so der Schalter umgesprungen, dass du dachtest, nee, jetzt erst recht, ich gehe jetzt raus und engagiere mich und gründe so eine Initiative? Ja, also ich habe mich mit anderen Menschen zusammengetan. Ich habe den Eindruck gehabt, so da gibt es auch andere Menschen, die ähnliche Ideen haben, die sich nicht zurückziehen wollen, sondern die irgendwie da rausgehen wollen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen wollen.
und dass den Menschen auch emotional gut tut, mit anderen Menschen im Kontakt zu sein und dann nochmal besser geht, wenn sie gemeinsam was machen können. Also nicht nur drüber reden, was könnte man besser machen, sondern tatsächlich, wir packen was an und wir machen was gemeinsam besser und wenn man es dann auch noch unmittelbar vor der eigenen Haustür sieht, dann kriegt man das ja im Alltag auch ständig wieder mit. Ne? Die positive Resonanz, das verstärkt sich gegenseitig. Weitere Menschen kommen dazu und sagen, Mensch, ich habe da auch noch eine Idee, können wir da nicht gucken, ob wir das irgendwie noch auch umsetzen können. Und wir versuchen dann als Netzwerk sozusagen weitere Netzwerke zu spannen. Und gerade dieser Nahbereich ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir reden ja auch viel in der Politik davon, dass die Politik so weit weg ist, kein Gehör mehr findet der einzelne Mensch da irgendwie da oben. Die Digitalisierung spielt natürlich auch mit rein, wo man zwar einen großen Resonanzraum hat, aber ehrlicherweise dann ja auch keinen wirklich emotionalen Resonanzraum mehr hat. Also man kriegt da zwar ab und zu mal ein Like, aber das verpufft dann nach ein paar Sekunden die Freude darüber. Und wenn man aber gemeinsam was gestaltet und das steht vor der eigenen Haustür, sei es Urban Gardening oder eine Tauschbox oder ein Stadtteil-Lastenrad oder eine tolle Initiative mit Balkonkraftwerken, dann macht das was mit einem selber und mit vielen anderen Menschen, die man da sozusagen auch in so eine, ja, eine emotionale Verbindung miteinander bringt. Und das ist, ja, ich glaube, da liegt ein sehr großes Potenzial, das auch noch sehr deutlich unterschätzt ist. Ja, wir müssen vielleicht für alle, die Lokalkraft noch nicht so genau kennen, erstmal drüber sprechen, was genau ihr eigentlich alles macht und welche Initiativen sich unter diesem Schirm bündeln. Genau, also die Initiative Lokalkraft ist relativ jung, also uns gibt es so seit circa einem Jahr und ist entstanden aus verschiedenen lokalen Zukunftswerkstätten, wie wir sie nennen, die sich in vielen Stadtteilen von Hamburg gegründet haben, alle mit dem ähnlichen Ansatz im Prinzip, aber unabhängig voneinander interessanterweise. Ne? Und die eben gesagt haben, so ja, hier gibt es im Stadtteil so viele Menschen, so viele Vereine, die Kirche, die Schule, Gewerbetreibende, ganz viele Institutionen, die etwas gestalten wollen im öffentlichen Raum. Und diese lokalen Zukunftswerkstätten, irgendwann haben wir dann gesagt, so ja, also das scheint irgendwie ein Thema zu sein in ganz vielen Alltagswelten von vielen Menschen. Und dann haben wir gesagt, so jetzt dann lasst uns doch mal gucken, wie wir sozusagen die Gelingensbedingungen für lokale Zukunftswerkstätten auch noch deutlich besser machen können. Wir haben uns zunächst auf Hamburg konzentriert, da haben wir schon einiges auch zu tun. Aber im Prinzip kann man das, du hast das ja vorher angesprochen, Deutschlandfunk will ja auch noch ein bisschen, hat ein weiteres Feld. Im Prinzip ist es, glaube ich, auch eine Idee, die auch in vielen anderen Städten auftaucht. Und ihr habt verschiedenste Projekte, die quasi unter diesem Schirm Lokalkraft stattfinden. Unter anderem habt ihr eine Balkonkraftwerk-Initiative. Kannst du darüber mal mehr erzählen? Was genau macht ihr? Weil ich glaube, das ist ja eine eurer so gesehen erfolgreichsten Initiativen. Die hat sehr eingeschlagen, ja. Also wir haben uns vor eineinhalb Jahren, oder fast zwei Jahre ist es jetzt zum ersten Mal hingesetzt und haben gesagt, so die Energiewende ist eigentlich ein Thema, das irgendwie ganz weit weg ist, ne? Also Windkraftwerke, große Solarfabriken etc. Aber gleichzeitig ist Energie ein Thema, das uns auch in unserem Alltag beschäftigt. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kriegen wir das sozusagen in den Alltag von möglichst vielen Menschen rein? Und da ist das Thema Balkonkraftwerk sozusagen auf uns zugekommen und wir haben gesagt, das ist ein Thema, das wollen wir pushen, weil da können wir auch ganz viele Menschen mit kleinen Geldbeutel, mit großen Geldbeutel, mit technischen Fähigkeiten. Manche haben andere Fähigkeiten, können Kuchen backen oder wie auch immer. Aber wir können diese Menschen zusammenbringen und gemeinsam möglichst viele Balkonkraftwerke an die Balkone dieser Stadt bringen. Und wir haben am Anfang einfach gesagt, so ja, wäre schön, wenn wir irgendwie in diesem Jahr so 35, 40 Balkonkraftwerke irgendwie an die Frau, an den Mann bringen. Und mittlerweile sind wir bei über 1000. Also das ist wirklich, kamen ganz viele Menschen auf uns zu, mittlerweile auch nicht nur in Hamburg, sondern auch im Umfeld von Hamburg, die das Thema auch selbst in die Hand nehmen wollen. Und das ist, also es macht einfach viel Spaß, mit den vielen Menschen auch zusammenzuarbeiten. Und das heißt jetzt konkret, wenn jemand aus dem Publikum Interesse hätte an einem Balkonkraftwerk, dann könnte er einfach zu eurer Initiative kommen, genau, und sagen, das und das könnte ich zahlen, wie können wir das umsetzen? Genau, die Idee ist, dass wir geben sozusagen erstmal im Webinar oder auch bei öffentlichen Veranstaltungen in verschiedenen Stadtteilen sind wir unterwegs, da
kriegen die Leute erstmal das Wissen, also wie funktioniert es grundsätzlich, und dann treten wir miteinander in Kontakt und die kriegen sozusagen dann die konkreten Informationen, was auch genau auch zum eigenen Balkon passt. Ne? Jeder Balkon schaut ein bisschen anders aus. Manche wollen es auch an die Hauswand hängen oder in den Garten stellen oder an die Hauswand, aufs Dach, wie auch immer. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle. Und genau, und dann treffen wir uns, kommt ihr zu uns in die Garage und kriegt dann euer Material. Und die Idee ist natürlich dann unterm Strich, man kann was umsetzen, was schwierig wäre, es alleine rauszufinden, sobald es da rechtliche Dinge zu beachten gibt, technische Dinge natürlich und auch genau. Überhaupt die Finanzierung. Aber so wird es für alle Beteiligten dann leichter, weil alle zusammenarbeiten. Genau, genau. Also wir haben mittlerweile ein tolles Team von Expertinnen, die sich also gerade auch in den rechtlichen Fragestellungen auskennen. Da arbeiten wir auch mit einer tollen Anwaltskanzlei zusammen, weil die gesagt haben, das wollen wir unbedingt unterstützen. Aber auch, wir haben einige Technikerinnen, die echt firm sind. Und ja, also bisher sind wir noch vor keiner Lösung irgendwie, also standen davon, das kriegen wir jetzt nicht hin. Also irgendwie klappt's. Ja, ein anderes Projekt ist ja Urban Gardening. Also dass wer Lust auf Gärtnern hat, aber eben keinen eigenen Garten vor dem Haus oder keinen großen Balkon, sich auch da quasi bei euch zurechtfinden kann und was für sich finden kann. Beschreibt doch gerne mal, was ihr an Urban Gardening zu bieten habt. Da gibt es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Projekte, auch also kennt wahrscheinlich fast jeder in Hamburg, wenn man durch die Straße läuft, dann sieht man oft Grünflächen, Beamtendeutsch Straßenbegleitgrün genannt. Und gleichzeitig gibt es aber dann wieder andere Flächen, die schön bepflanzt sind, ne? wo es für Insekten hergestellt ist, die blühen, wo manchmal auch ein Stuhl dabei steht, also wo ein Ort wirklich ein Raum entsteht, ein lebenswerter Raum. Und das sind ganz viele unterschiedliche lokale Initiativen, die dann muss man sich beim jeweiligen Bezirk muss man sich melden und kann dann sagen, so, ich möchte gern diese Fläche in Pflegschaft nehmen. Und was am Urban Gardening besonders toll ist, dass wenn man da im öffentlichen Raum miteinander gärtnert, es kommen immer weitere Menschen dazu und sagen, Mensch, was macht ihr denn? Und es ist toll, kann ich mal mit anpacken oder kann ich das bei mir vor der eigenen Haustür auch machen? Und das ist, also ist richtig ansteckend. Und es hat wirklich so einen Impact, auch in der Straße, wo mehrere Urban Gardening-Flächen sind, da ist, da halten sich Menschen auch lieber auf. So, ne? Also das merken wir auch so, ne? Wenn es darum geht, zum Beispiel Attraktivität von öffentlichem Raum, ne? Auch für Stadtteilzentren etc. Und da ist das auch ein wichtiger Punkt, auch wenn es ein ganz, also ist ja kein großer Aufwand so, ne? Also meine Schaufel in die Hand nehmen, mit Pflanze einsetzen, ist kein großer Aufwand, aber es hat einen großen Impact auf ganz viele Menschen, die da eben dann auch stehen bleiben, sich das anschauen und das genießen. Also ich hatte unterm Strich das Gefühl, als ich das erste Mal über eure Initiative berichtet habe, dass es schon sehr darum geht, diese sehr großen Themen, also und diese, also sowas wie Energiewende, Verkehrswende, was erstmal sehr abstrakt ist und auch vielleicht nach sehr viel oder zu viel klingt für den Einzelnen, dass es darum geht, das so runterzubrechen auf so eine Ebene, wo jeder Einzelne sich beteiligen kann und vielleicht auch das Positive in dieser Veränderung dann im Endeffekt am eigenen Leib erfahren kann. Siehst du das auch so? Also ist das Geheimnis eigentlich, auch sich dann irgendwie nicht mehr so hilflos zu fühlen? Ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt, ja. Also tatsächlich, also wie viele Wenden gibt es, ne? Klimawende, Energiewende, Verkehrswende etc. pp. Und das sind immer sehr abstrakte Begriffe erstmal. Und oft auch Themen, die ich selber gar nicht so behandeln kann. Und das muss man versuchen, irgendwie konkret zu übersetzen. Und dann sind diejenigen Menschen, die es betrifft, natürlich die besten Expertinnen, die sagen so, ja, dann lasst uns doch mal gucken, was können wir denn in unserem Alltag dafür tun, dass wir diese Themen voranbringen. Mhm. Und durch, also eine weitere Erfahrung ist tatsächlich, das ist ganz interessant, wenn sich Menschen für ein Thema dann eine Transformation sich irgendwie sich annähern und sagen, oh, ich möchte meinen Konsum umstellen, also mich anders ernähren, dann kommen ganz viele andere Themen dann auch dazu, weil das betrifft natürlich dann, also wir Menschen haben ja unterschiedliche Leben in unterschiedlichen Bereichen und das springt sozusagen dann über dann auch in den anderen Bereiche des Alltags. Mhm. Ihr habt eure Initiative ja Lokalkraft genannt. Warum, also seid ihr der Meinung, dass es eben gerade im Lokalen so viel Potenzial gibt? Ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, ne? Also dieses Konkrete,
direkt vor der eigenen Haustür, was ich im tagtäglichen Leben erlebe. Und wenn ich da sozusagen eine Veränderung selber gestalten kann, dann ist Zukunft auch nicht etwas, was auf mich zukommt, was auch irgendwie vielleicht gefährlich wirkt, sondern es ist etwas, was ich mit anpacken kann. Noch dazu bin ich, als wenn ich lokal unterwegs bin, kenne ich andere Menschen, die vielleicht ähnlich ticken, die auch ähnliche Ideen haben oder die vielleicht auch ganz andere Ideen haben, aber mit denen kann ich viel näher oder leichter in Kontakt treten. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Also der Nähe. Also dieser Gemeinschaftsaspekt. Genau, das Gemeinschaftliche, aber das gleichzeitig auch das Alltägliche, ne? Also der Raum, in dem ich mich im Alltag auch bewege. Gleichzeitig ist es ja bei Ihrem amtlichen Engagement, was man irgendwie in seiner Freizeit macht, vielleicht neben Vollzeitarbeiten oder Kinderbetreuung, dass viele Menschen ja auch deshalb davor zurückschrecken, weil es da eben nochmal irgendwie eine andere Aufgabe ist, sage ich mal, auch sehr zeitintensiv sein kann. Und dann kommt in der Stadt sicherlich auch noch der Aspekt dazu, manches braucht eben dann doch Räumlichkeiten, die nicht ganz so leicht zu bekommen sind. Und am Ende ist auch mal eine Frage des Geldes ein Stück weit. Also wie geht ihr da mit diesen Herausforderungen um? Da gehen die unterschiedlichen lokalen Initiativen sehr unterschiedlich mit um. Aber die meisten haben tatsächlich auch das kreative Potenzial, dann mit, also ich für Räume mit Gewerbetreibenden in Kontakt zu treten und zu sagen, hey, können wir nicht nach Feierabend dann bei uns bei euch treffen, oder man trifft sich, verabredet sich mit der Kirche, ne? Kirche ist ja tatsächlich auch ein starker lokaler Faktor, oder mit in Hamburg mit der Haspe, also mit der Sparkasse, also, also man kriegt irgendwie Lösungen, wenn man diese lokalen Netzwerke auch nutzt, und tatsächlich kommen die Akteure dann auch auf einen zu, wenn die sehen, da passiert was irgendwie attraktiv ist offensichtlich im Stadtteil und wo wir auch ganz gut andocken können. Und Finanzierung ist tatsächlich nochmal ein bisschen schwierigerer Punkt. Unsere Erfahrung ist, dass wir hauptamtlich das Ehrenamt auch stützen müssen. Das ist auch ein Punkt, wo wir jetzt sehr intensiv dran arbeiten. Also wir sind dabei, so eine Strategie zu entwickeln, wie wir in Hamburg bessere Gelingensbindungen schaffen können. Und da ist ein zentraler Punkt, dass wir das Hauptamt sehr viel stärker mit dem Ehrenamt auch verbinden müssen. Und zwar sowohl von, ich sag mal, von bezirklicher, also behördlicher Seite, als auch von zivilgesellschaftlicher Seite, dass das noch stärker miteinander zusammengeht und nicht so sehr in Gegensätzen auch gedacht wird. Wenn jetzt jemand im Publikum gerne aktiv werden möchte, was würdest du empfehlen? Also am besten einfach schon schauen, was für Initiativen gibt es, wo kann man sich quasi anschließen? Oder wirklich eher gucken, wenn es in meinem Stadtteil noch nichts gibt, dann baue ich selber was auf? Genau, also beides im Prinzip, ne? Also wenn es eine Initiative im Stadtteil gibt, macht es natürlich Sinn, sich da auch mit anzuklinken und mitzugestalten. Wenn es das noch nicht gibt, Verbündete suchen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also dass man nicht allein da steht, sondern Verbündete suchen. Und unsere Erfahrung ist es sehr wichtig, bald ins konkrete Doing zu kommen. Also wirklich ein konkretes Projekt auch anzugehen, zu diskutieren natürlich auch, aber dann vor allem sehr bald auch in die Umsetzung zu kommen, damit man diese tolle, positive Resonanz dann auch zurückgespielt bekommt, was echte Veränderung auch auslöst, bei sehr vielen dann. Und dann ist unsere Erfahrung bisher, da kommen dann weitere Menschen und Akteure aus dem Stadtteil kommen dann auch dazu. Und man kann sich natürlich auch gern bei uns auch melden. Wir haben eine Homepage aufgebaut, wo wir so Praxisbeispiele beschrieben haben, die ganz gut funktionieren, auch zum Start. So, ne? Weil das manchmal ist, gerade am Anfang wäre es gut, möglichst schnell auch so ins Doing zu kommen. Und dann sind wir dabei, so eine Praxisbeispiele zu sammeln und haben die auf der Seite auch publiziert. Und da kann man dann auch mit entsprechenden Kontakten auch ins Gespräch gehen. Ich weiß aus unseren vorherigen Gesprächen, dass du auch der Meinung bist, dass man eben durch so ein lokales Engagement auch Vertrauen in die Demokratie am Ende stärken kann. Warum ist das so? Also wenn wir Demokratie nicht nur als den Akt verstehen, alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre einmal zur Wahl zu gehen und unsere Stimme abzugeben, sondern tatsächlich auch als eine Lebensform letztlich, dann ist es eher was Aktives. Also etwas, was ich mitgestalte. Also sozusagen das Denken, Gesellschaft ist
nichts, was fern von mir stattfindet, sondern ich bin Teil davon und ich gestalte das mit. Wir sprechen auch gern von aktiver Demokratie. Und wenn ich den Eindruck habe, ich kann mit meinem Handeln auch diese Gesellschaft und das Regieren dieser Gesellschaft mit beeinflussen, dann stärkt es demokratische Strukturen. Man könnte natürlich auch sagen, in einer parlamentarischen Demokratie sollte man dann vielleicht lieber einer Partei eintreten und sich da engagieren. Wie siehst du das? Weil man könnte ja auch sich in die Bezirksversammlung beispielsweise wählen lassen und dann könnte man ja auch lokal aktiv werden. Genau. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube... Hast du den Eindruck, dass es andere Leute anspricht eventuell? Es kann sicherlich unterschiedliche Leute ansprechen. Also manche Menschen wollen vielleicht auch nicht unbedingt eng mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Für die ist es vielleicht leichter, dann zum Abgeordneten zu gehen und zu sagen, so, ich habe hier ein Thema, könnt ihr das vorantreiben? Ich glaube, wir brauchen unterschiedliche Lösungen auch für das, was wir als Demokratiekrise also wahrnehmen jetzt und an vielen Orten der Welt ja auch in Wahlergebnissen sich niederschlägt. Ich glaube, da brauchen wir sehr unterschiedliche Ansätze, um die Lebensform Demokratie am Leben zu erhalten und tatsächlich mit Leben zu füllen auch. Ne? Also das ist ja letztlich genau das, nicht nur alle 4 Jahre die Stimme abgeben, sondern mitgestalten. Ja, du bist jetzt an einem Samstagmittag hier, um über eure Initiative zu sprechen. Ich weiß, dass du auch im Anschluss noch einen anderen Termin hast für Lokalkraft. Du lebst das natürlich noch weitaus mehr als vielleicht andere Menschen, die nur ab und an quasi punktuell sich engagieren. Was gibt dir das denn persönlich? Was treibt dich denn auch so an, das genau so zu machen, wie du es tust? Ich bin im Prinzip ein optimistischer Mensch. Also ich will nicht, dass diese Welt in Krisen versinkt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, zu zeigen, dass es anders möglich ist. Ich habe noch dazu 2 Kinder, für die das, also es ist mir einfach wichtig, auch für die vorkommenden Generationen Strukturen aufzubauen, dass die Welt auch in 20, 30, 40 Jahren auch noch lebenswert ist und sowohl im ökologischen Sinn als auch im gesellschaftlichen, demokratischen Sinn. Also es gibt so viele Bausteine, an denen wir arbeiten müssen, und zwar jetzt, damit die Welt lebenswerter bleibt. Ich danke dir sehr, Sebastian, für dieses Gespräch und wollte mal in die Runde fragen, falls es irgendwie Fragen gibt, falls jemand von eigenen Erfahrungen, vom eigenen ehrenamtlichen Engagement möglicherweise erzählen möchte, dann wäre jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit, oder ihr euch irgendwie Tipps einholen wollt, vielleicht von Lokalkraft. Genau, dann würde ich euch jetzt... Genau. Danke. Hi, mein Name ist Editha und ich bin gebürtige Polin, aber lebe zusammen mit meinem Partner Michał in Berlin und wir engagieren uns in Bad Sülze. Bad Sülze ist nicht weit, also so weit aus Hamburg, genau aus Berlin, in der Nähe von Rostock, und da haben wir ein Festival, das Roxa-Festival, und es ist tatsächlich nur mit Ehrenamt gestaltet. Wir arbeiten gegen Honorar, aber das ist alles immer Förderung bedingt und welche Tickets, wie viele Tickets verkaufen wir und so weiter. Und sind beide jetzt eingeladen auch zum Future for Festivals, um den Ehrenamt-Engagement, was wir da aufgebaut haben, oder erstmal was aufgebaut worden ist schon, und dann weiter hinaus mit uns, weil wir beide Pädagogen sind auch, außerdem, dass wir Künstler sind. Und haben das Gefühl, dass das wirklich gut funktioniert dort. Diese pädagogischen Einsätze, die wir bringen, die wir gelernt haben in unsere multikulturelle Jugendaustausche, und das, was du gesagt hast mit Demokratie stärken, wir sind wirklich der Meinung, dass es ohne dieses Lokalkraft, Lokal-Ehrenamtsengagement überhaupt nicht zustande geht, weil alle 4 Jahre sagen, jetzt zeigen wir uns, funktioniert nicht. Weil für uns Ehrenamt Arbeit ist ein bisschen so wie mit Jugendlichen und mit Kindern arbeiten. Man muss es regelmäßig machen. Ohne diese regelmäßige verschiedene Aktionen funktioniert nicht, weil Leute einfach vergessen oder fühlen sich unwichtig, wenn sie nicht eingeladen sind. Und wir haben jetzt einen Plan, regelmäßige verschiedene
Aktionen für unsere Ehrenamtliche zu organisieren, dass sie sich nicht nur dann einmal im Jahr zeigen beim Festival, sondern regelmäßig. Und je wir mehr machen, desto sehen wir mehr Engagement und mehr Motivation, um noch andere auf den Bord zu holen. Also das wollten wir nur kurz berichten, dass wir uns jetzt auch da engagieren und viele verschiedene Aktivitäten in die Zukunft gestalten wollen, unter anderem eine internationale Konferenz da auch in Bad Sulze. Sehr gut. Und haben die unsere Meinung ist auch, ja, wir wollen beide in Berlin, okay, könnten wir auch in Berlin sowas machen? Machen wir auch so selten jetzt. Aber wir haben das Gefühl, jetzt ist ländlicher Raum in Spotlight. Und jetzt müssen die Grassroots-Initiativen Spotlight bekommen und auf die Bühne stehen, dass das Gleichgewicht immer gehalten wird zwischen großen Städten, wo solche Sachen passieren können, und kleinen Städten, wo Bewohner sagen, Bewohnerinnen, nö, wir haben keine Kunst und Kultur, wir haben nichts. Ja, danke dir, dass du auch diese Erfahrung mit uns teilst. Glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass natürlich auch ehrenamtliches Engagement in Stadt und Land auch nochmal anders aussieht und auch nochmal eine andere Wirkung auch entfalten kann. Ganz wichtiger Punkt. Gibt es noch jemanden, der einen Aspekt ergänzen möchte? Da haben wir noch eine. Top, ja. Die und was. Also es ist ein bisschen eine Frage. Ich bin ein bisschen später gekommen, deswegen, ja. Ich ziehe bald fürs Studium nach Potsdam und ich wollte fragen, ob Sie sowas kennen, so eine Initiative wie Lokalkraft, die es halt in Potsdam oder Berlin auch gibt, was man da machen könnte. Weil ich bin am überlegen, welches Ehrenamt ich machen möchte. Ich weiß nicht, ob du zufälligerweise Kontakt nach Potsdam hast? Leider noch nicht, aber ich kann sehr, sehr ermutigen, da einfach in die Augen aufzuhalten. Also meistens, wenn engagierte Menschen treffen sich auf Veranstaltungen, gehen zu gucken, was machen andere Initiativen vor Ort. Und ich bin mir sicher, dass, also gerade Potsdam ist ja auch eine sehr lebendige Stadt, dass es da ähnliche Initiativen gibt. Wenn du selber was gründen willst, komm gerne auf uns zu. Wir haben viele Ideen schon gesammelt, wie es funktionieren kann. Unterstützen wir auch sehr gerne. Und dann bauen wir vielleicht Lokalkraft Potsdam auch noch auf. Einen Ableger haben wir jetzt in Bonn. Ah ja, okay. Also zieht so seine Kreise. Genau. Wir kommen jetzt schon zum Ende unseres Gesprächs hier. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, sind wir aber auch jetzt quasi im Anschluss noch erreichbar, so gesehen. Und Lokalkraft, wie gesagt, hat auch eine Webseite. Ich bin erreichbar unter hamburg@deutschlandradio.de. Falls es Themenvorschläge gibt, Dinge, wo ihr glaubt, da müsste mal drüber berichtet werden in den Deutschlandfunkprogrammen, schreibt mir gerne. Ja, und es kann jetzt auch übrigens für die nächste Denkfabrik, also fürs Jahr 2025, abgestimmt werden. Also falls ihr zu unseren Hörerinnen und Hörern gehört, dann könnt ihr da abstimmen, welches Schwerpunktthema wir uns nächstes Jahr setzen im Programm.